أهلا بكم. اليوم سنتحدث عن الدين في ألمانيا. الفصل بين الكنيسة والدولة من أهم المبادئ الأساسية للدولة الألمانية. منذ عصر التنوير أصبح الدين يعرف بأنه قرار شخصي لكل فرد. فهمنا الحالي للحرية الدينية يشمل أيضا حرية اختيار أي دين، سواء المسيحية أو الإسلام أو البوذية أو كذلك رفض أي دين. كثيرون خاصة في الولايات الألمانية الشرقية التي تأثرت بالحقبة الشيوعية يصفون أنفسهم بالملحدين. Der Koran, der in den Mülleimer geschmissen wird. Ne? Also kann ich in Deutschland machen. Ja, das ist mir genehmigt. Wie finden Sie das, wenn das jemand macht? Ich denke, es sind gewisse Werte, die für eine Gesellschaft wichtig sind. Nicht nur allein Meinungsfreiheit, aber auch der Respekt füreinander, die Toleranz füreinander. Ich meine, aus der islamischen Lehre heraus weiß ich, wie ich mit solchen Situationen umzugehen habe. Nämlich? Es heißt im Koran, wenn zum Beispiel Sport getrieben wird und so weiter über die Religion und beleidigt wird, dann soll man einfach so eine Sitzung einfach verlassen. Also das heißt, heißt es an einer anderen Stelle, wenn dich Ignorante ansprechen oder anpöbeln, sag einfach Frieden, ignoriere sie. Es gibt Leute, die eventuell damit anders umgehen würden. Aber ich denke, da liegt auch die Verantwortung bei den islamischen Theologen, diese Referenzen und diese islamische Theologie auch weiter zu vermitteln, damit die Leute etwas besonderer reagieren. النقاش حول كيفية تقبل المسلمين لهذه الحرية الدينية في بلدنا يلعب دورا هاما في النقاش العام. فكثيرا ما نشهد حالات يحاول فيها ممثل الدين الإسلامي باسم الدين قمع حرية شخصية مسموحا بها في ألمانيا. شرطة شريعة ذات السمعة السيئة والتي أعلنت نفسها في ولاية ألمانية صغيرة وأرادت أن تفرض قيما أخلاقية إسلامية أثارت على سبيل المثال الخوف بين السكان. Können Sie verstehen, dass Menschen in Deutschland Vorbehalte gegenüber dem Islam allgemein haben, gerade insbesondere mit Blick auf die Flüchtlinge, die jetzt zu uns kommen? Ja, ich kann das verstehen. Wenn man sich die islamische Welt anschaut, da gibt es überall Konflikte, da gibt es Probleme. Und das, was man kennt, kennt man dann aus den Medien. Und das sind Schlagzeilen, die meistens negativ sind. Und das prägt auch unser Islambild. Und das führt dazu, dass Unbehagen, Vorbehalte dann halt da sind. Ja. Also ich kann Ihnen ein Beispiel geben. In Dresden haben wir ja die Pegida-Demonstration gehabt. Und wo das ein bisschen abgeebbt ist, haben wir danach in der Prager Straße, direkt in der Innenstadt, eine Gesprächsplattform aufgebaut und haben einen Stand aufgebaut und haben das Angebot einfach gemacht, mit uns zu reden. Aber dann haben wir auch den Stand abgebaut, wenn wir wissen, dass jetzt Leute nach dem Fußballspiel kommen, die vielleicht betrunken sind. Und da ist es nicht ideal, dann halt diesen Stand dort zu haben, sondern mit Betrunkenen und Besoffenen, da kann man sich nicht anständig unterhalten. من ناحية أخرى يسعى العديد من ممثلي الجالية المسلمة والجامعات الإسلامية إلى تقديم صورة حديثة للإسلام تنسجم مع القواعد الاجتماعية في ألمانيا. لكن في الواقع لا يزال هذا الحوار بين الأديان في مراحله الأولى ولا تزال هناك تحفظات لدى كلا الجانبين. Sie argumentieren auch aus dem Koran heraus theologisch, dass es gemäß der islamischen Lehre die Pflicht ist, eines Muslims die Gesetze des Landes zu folgen. الكثيرون في ألمانيا لا يشعرون بالارتياح عندما يفكرون في القواعد الإسلامية الصارمة وهذه هي الحقيقة. في الوقت نفسه يمكن كسب الكثير من التعاطف إذا ما قبل الناس الذين يأتون إلى بلدنا ملابسنا وعاداتنا وتقاليدنا وهذه فرصة لكلا الجانبين. أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بمشاهدة هذه الحلقة وإلى لقاء قريبا إن شاء الله.